Wenn Sie auf die Regionalliga schauen, welche Mannschaften haben Sie im Blick? Wer wird es oben ausmachen? Ja, nach heute sehe ich da auch ein Stück weit mit Alt-Klinike, ja, weil das, denke ich, ein sehr, sehr guter Kader ist, den Sie haben. Cottbus sehe ich ziemlich weit vorne. BFC sagt, glaube ich, jeder. Und dann für mich auch Lok Leipzig, ja, weil sie einfach eingespielt sind. Das ist jedes Jahr eine Mannschaft, die vorne steht. Carl Zeiss Jena, das sind so die Mannschaften. Da kann man, denke ich, in diesem Jahr sehr, sehr viele nennen. Ja. Ich denke, das wird ein Hauen und Stechen, das sagt jeder. Und deshalb wird es für uns jede Woche hart zu punkten, aber wir werden es versuchen. Jeder weiß, wo er steht. Und dass wir in dem Jahr und wahrscheinlich auch im nächsten Jahr erstmal andere Brötchen backen, das war ja auch von vornherein klar. Ja, was ist los in Chemnitz? Also die Mannschaft erlebt einen starken Umbruch, man muss jetzt sich neu sortieren, relativ junge Mannschaft. Wie geht's da weiter beim CFC? Ja, so wie wir es hier heute gesehen haben, mit viel frischem, jungem Blut, was jetzt auch nicht verkehrt ist, finde ich. Und man sieht auch, dass die Jungs viel auf dem Kasten haben, aber wenn man gesehen haben, wer da jetzt alles auf dem Platz steht von der Mannschaft letztes Jahr, ist es nicht so viel. Deswegen viele neue, ist dann immer, es braucht Zeit. Das ist ganz einfach so, der Umbruch ist da. Aber ich denke, dass es vielleicht auch zum richtigen Zeitpunkt kam und kommt. In den Cottbus hat ja mit Tim Kampulka und Dominik Pillivan zwei ihrer Kollegen verpflichtet. Ein bisschen schmerzhaft zu sehen, dass die jetzt das rote Trikot tragen? Ja, aber so ist das Geschäft, so ist der Fußball. Natürlich hätten wir sie gerne bei uns behalten, aber die Umstände waren ja zu dem Zeitpunkt, wo es dann auch in die Vollen geht mit den Vertragsverlängerungen und Gesprächen, waren halt einfach nicht auf unserer Seite. Das muss man auch ganz klar so sagen. Und dass die Jungs dann sich was Neues suchen, gerade auch in Kampe, der 24 jetzt, glaube ich, ist, wo er sagt, okay, wenn nicht jetzt, dann werde ich wahrscheinlich immer beim CFC spielen. Und das ist legitim, aber trotzdem ist es natürlich für uns schade, aber ja, jetzt spielen sie halt auf der anderen Seite. Noch ein Wort zu Ihnen, Sie haben wieder gefehlt bei einem Heimspiel in Falkenberg, zuletzt auch mit Lok Leipzig, jetzt auch nicht geklappt, liegt da ein kleiner Fluch auf diesem Spiel hier? Anscheinend, ja, also leider Gottes habe ich mir ja vor 3 Wochen im Training das Innenband gerissen, es ist wie es ist, schade, aber nichtsdestotrotz ist es ja trotzdem schön, dass das hier so heute stattfinden konnte. Und ich glaube, beiden Mannschaften, Alt-Klinike und uns, hat es super gut gefallen. Und meinem Heimatverein konnte man damit auch, denke ich, was Gutes tun. Sie sind 33 Jahre alt, jetzt das Innenband gerissen. Ja, wie schwer ist das dann, da wieder zurückzukommen, sich zurückzukämpfen? Ja, so schwer, wie ich es mir selber im Kopf mache. Also ich denke, dass es einfach eine Sache ist von der Einstellung. Ich habe es im linken Knie schon gehabt, da war ich auch 4-5 Monate raus. Jetzt habe ich es im rechten, aber ich bin auch wiedergekommen. Hatte jetzt 2 Saisons, wo ich wirklich jedes Spiel gespielt habe. Und das werde ich wieder schaffen. Und von daher, ja, das wird alles gut. Für Sie ist ja eine Rückkehr in die Regionalliga Nordost. Was hat Sie dazu bewogen, zum Chemnitzer FC zu gehen? Erstmal war ich schon mal hier, habe da eine gute Zeit gehabt in der dritten Liga und war jetzt ein Jahr in Freiberg in der Regionalliga Südwest. Da lief das alles nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann ging das relativ schnell, dass dann die Anfrage vom CFC kam. Und hat mich sehr gefreut und bin auch froh, wieder hier zu sein. Dementsprechend bin ich da sehr, sehr erleichtert, dass ich wieder zurück bin in der Regionalliga Nordost. Und der Chemnitzer FC, wo wird der landen? Das kann man jetzt noch nicht sagen. Wir sind froh, wenn wir gute Ergebnisse erzielen. Wir gehen da ohne Druck in diese Meisterschaft. Wir haben eine junge Mannschaft, wir wollen uns entwickeln. Es ist ein großer Umbruch gewesen, da gilt es jetzt für uns, uns erstmal zu stabilisieren, die bestmögliche Anzahl an Punkten mitzunehmen und dann gucken wir, was dabei rumkommt.